Oh, ein Kamel. Sehr schön. Ja, hab ich auch schon wieder zwei in der Tasche. Muss ich mir auch mein eigenes Kamel hinstellen. Das war nichts mit dem Tänzer. Warum? Warum? Der hat die Abkürzung nicht überlebt. Gab's mit einem leeren Seil an? Oha. Ja, ja. Also probieren wir erstmal eine Blanko zu starten. Ja, würde ich mal sagen, ne? Wo seid ihr? Bin schon beim Flurschrein. Ich stehe hier noch unten rum und warte. So, dann lass mal. Ich auch zum Flurschrein. Ich auch dabei. Verliere ich immer Energie, wenn ich hier runterspringe. Was ist mit der Katze hier los? Die ist vor Angst erstarrt. Ah, ja, ja. Okay. Bist du zu Fuß, bist du ohne Tier gekommen, Weide? Nein. Nee, ich hab meins auch mit. Einer sollte, wo ist er denn hin? Mizi, Mizi, Mizi. Da bist du ja. Mizi, Mizi. Der oben mit drinne. Oben. Ja, ist auch nicht schlecht, steck mal mit dazu. Ja, ich stell den auf nicht angreifen. So. Ja. Das ist der Hebel ist kaputt. Super. Muss auch nochmal reparieren. Ne, ich glaube nicht. So. Ist der schon wieder kaputt gegangen nach dem letzten Mal? Der hält man nur für einmal, wa? Ja. Wahrscheinlich. Also ich stopf jetzt mal das Altarium rein, ja? Warte. Moment. Ich wollte da nochmal auch mal ein Auge mit reinwerfen. Ja, ja. Oh, hier stehen Tiere noch oben. Alter, jetzt verschwinge ich hier den zurücklaufen. Bist du drin? Warte, ich bin draußen noch. So, 50 ja. Hast du reingeknallt? So, ja, alles klar. Da könnte ich jetzt einen herstellen, ne? Des Nordens, des Nordostens, des Ostens, des Südens, des Westens und des Zentrums. Was hätten wir denn gern? Des Nordens? Wir wären ja im Westen, ne? Oder was so? Da muss man das herstellen, wo man ist. Ich meine, wir haben jetzt, sind wir ja im Westen. Ich hab wir keine sind schon Ahnung. Den Flurschrein der westlichste, ja. Also mach doch einfach mal Westen. Mach doch mal Westen. Dann stelle ich mal einen her. Jo. Läuft. Okay. Läuft wahrscheinlich eine ganze Weile. Nö. Ja, doch. Ist gleich fertig, aber. Mhm. Fertig. Ah, da ist er. Der Fokusaltar des Westens. Ah ja, dann okay. Musst du jetzt hier den Hebel umlegen, Flut entfesseln oder was musst du machen? Ach, den hast du da jetzt hingestellt? Nee, du brauchst okay. Die Dinger, das bringt den. Naja. Hat jetzt einer was gedrückt? Hört sich jetzt anders an, ja. 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 Ich hab nichts gedrückt. Klar, ist am Hebel rumgezerrt. Hab ich gar nicht. Doch, hier geht was auf draußen. Oder? Ist das nur bei dem Turm das Normale? Normal. Ah ja, das ist über dem Turm. Der war schon so geleuchtet hier draußen? Dann brauchen wir doch wohl die Seelen, wa? Ja. Wie viel Seelen braucht man denn? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich würde sagen, ich hole mal was. Ja, hol mal was. Läufst du doch wieder? Ja. Deine Katze bitte, kennt den Weg. So. Instabiler. Dann läuft wer. Dann hau ich jetzt mal 10 da rein, oder was? Oder so ein 20er-Stack. Mhm. Ja, ich glaube mal so 20 rein. Mal gucken, was dann kommt. Wirbelndes Chaos. Also einer ergibt sogar 2. Okay, dann laufen die das mal durch, ja. Einer warten, zwei. Bis sie durch sind und dann können wir den Hebel ziehen hier. Mal da reingucken gehen. Kommst du dran? Ja, wildes Chaos. Also hätten wir 40, weiß nicht, ob man. Ja, wir probieren es halt mal aus, ne? Entweder die Frage, ob dann auch so viele Leute kommen, ob so viele Wirbel kommen, das müssen wir jetzt mal gucken, was dann gleich passiert.
Ja. Vor allem, wo passiert es? Draußen? Auf welcher Seite? Überall? Werden wir gleich sehen. Guck mal aus dem Fenster. Wenn du was siehst, schrei. Naja, guck in nicht. Richtung Turm. So. Jetzt. 38? Achso, es kommt noch einer. Warte. Aber warte bitte mal beim Ziehen des Hebels. Ich will mal kurz runtergehen. Ja, sag Bescheid, ich ziehe dann. Ja, was ist das von draußen sehe? Okay, ja, mach mal. Ich glaube, ich muss noch mal ziehen, weil irgendwer doch schon mal am Hebel gezogen hat. Oder passiert irgendwas? Nee, hier draußen sehe ich nichts. Passiert nichts. Nee, der Hebel ist umgegangen und ist automatisch wieder zurückgegangen. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Eine Flut. Oh, direkt über dem Dings kommt direkt. Jo. Wo müssen die denn hin? Hier auf diese Dreiecke nehme ich an. Kommt ihr zu mir bitte? Jo. Wisst du, wo du bist? Auf einem ja, Dreieck? Okay. Da ist einer. Da kommen schon welche. Oh, hinter mir auch. Reliquien Elite-Kämpfer. Den müssen wir mal verprügeln. Also, zum Mitnehmen. Aua! Steckt aber ordentlich ein, Alter. Alter. Mit der Eisenkeule kriege ich den gar nicht klein. Lenzer liegt, Elite-Kämpfer ist hier, ja. Alter, passiert ja gar nichts. Wie willst du die denn bewusstlos kriegen? Ah. Ich glaube, die kannst du nicht, oder? Alter. Oh, Alter, nee, das passiert gar nichts. Gehen. Doch, passiert nichts. Passiert überhaupt nichts. Oh. Oh, 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 oh. Hat einer den Hebel gezogen? Ja, ich habe gerade den Hebel gezogen. Was passiert? Irgendwer ist da zu Boden gegangen. Ich bin tot. Jetzt zieh den Hebel. Ich einen Hebel? Den in der Mitte? Ja, den hier am Rand. Hat der einer gezogen? Ja. Ich sterbe gleich. Ich bin schon tot. Aua. Ach. Ich bin auch gleich tot. Treff den nicht mehr. Keine möglichen Leibeigenen gefunden. Aha. Hier steht auch irgendeiner. Ah, wie viel sind denn hier noch? Naja, ich vermute mal 40. Scheiße. Was mach ich denn mit diesen Reliquien? Die müssen wir halt killen, da kannst du nichts mehr. Die kannst du nicht betäuben, nehme ich an. Aber was die muss doch irgendwie gehen. Alter, hier prügelt einer auf unsere Dings ein. Der Elite-Kämpfer kämpft hier gegen unsere Bären. Oh. Aua, ey, jetzt sind es zu viele. Einer liegt ja, Einser, bewusstlos. Ich bin tot. Ich fürchte, ich komme an meine Sachen wahrscheinlich nicht so gut dran. Was machen wir denn? Ich versuche mal mein Zeug zu looten als allererstes. Und jetzt noch viele Leute. Bin verblutet. Ja, ich hatte auch 6. Ja, die prügeln gerade da oben auf unsere Tiere ein auch, ne? Ja, oh. Ich versuche da auch hinzu. Aber ich muss mich jetzt irgendwie ausrüsten. Ich hab nichts. Die Reliquien musst du wohl killen. Ja. Die Experten Beckenmings. Wie bei deinen Sachen ist nichts mehr. Wow. Kann die einer mal rauslocken? Irgendwie. So, die Katze ist tot hier drin, Brownie lebt noch. Ja, kannst du den irgendwie mal aktivieren? Oder mitnehmen wenigstens? Wie soll ich das machen? Weiß ich nicht, auf Folgen stellen. Hätten wir auch noch eine Katze. Ich hab Brownie auf Folgen. Ja. Ich hau mal ab. Stück, ich hoffe, er kommt. Ja, er kommt. Ich lasse ihn mal hier hinten irgendwo stehen. So, ich habe die jetzt alle getötet hier drinne. Oh, sehr gut. Aber er folgt mir nicht. Jetzt ist er weggespawnt. Wo ist er denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt ist er hinter mir. Oh, Mann. Ich habe meine Klamotten, aber noch mein Schwert und Waffe und sowas. Also, ich leider nicht. Meine Axt ist weg und mein Schild ist weg. Sind die weiter unten, weil du die ausgerüstet hattest, als es losging? Nee, nee, ich kann nicht scrollen. Das ist nichts da. Ach doch, ich bin ja blind. Ja, es ist doch da, schön. Ja, es ist immer weiter unten, dann, wenn du sie ausgerüstet hattest. Ja, oder ganz oben, ich weiß. Ganz oben, ja, ja. Ich habe irgendwie drüber geguckt. So. Das Brownie. Läuft das noch? Ja. Warte, ich nehme Brownie mit. Stell ihn wieder auf Kämpfen.
Ja, nee, geht ja nicht. Also alles töten können wir ja jetzt eigentlich auch nicht. Aber warum können wir denn die Elite-Dinger nicht mitnehmen? Das sind, ich schätze mal, damit es schwieriger wird. Die musst du killen und die anderen musst du dir da rausfingern, die da, die normalen Thralls. Aber Elite ist das Höchste oder ist es nee, nee. Das Höchste? T4 ist halt, das hat jetzt mit Elite nicht so viel zu tun. Ich schätze mal, die sind halt nur eine hohe Kämpferstufe, die dem Boss mäßig, keine Ahnung. Okay, hier sind tatsächlich... Kämpfst du mit denen? Ja, ich hab's mal... Ich wollte mal checken, was da noch so ist. Ja, also hier liegt ein Kämpfer 3 liegt hier und ein Tänzer 2. Die sind hier ist ein Bogenschütze 1. Ja, den brauchen wir nicht. Und noch ja, Bogenschütze 1. Ja, aber die Kämpfer kriegst du nicht klein. Nee, die kriegst du echt nicht klein. Ja, nur töten. Aber nicht betäubt. Nein, sag ich doch. Ja, das ist ja das Dumme. Was ist denn dann der Vorteil gegen eine Normalflut hier? Dass du eine Chance auf 4er hast. Genau. Okay. Sonst kriegst du halt normale Zimmerleute, also Handwerker, kriegst du nur 1er aus den normalen Fluten. Und hier kann es halt sein, dass es bis zu einem 4er ist. Hier stehen auch noch welche. Ja. Aber lass uns das zusammen machen, oder? Sind doch 3 da. Achso, ja, so 3 sind da. Kurz mal. Das ist ein, auch ein Elite-Kämpfer einfach nur. Ne? Ja. Das ist auch ein Elite-Kämpfer. Hat auch wieder Kamel dabei. Da sind noch welche gekommen. Und Träger. Einsatz Träger. Dämonen noch nicht. Zimmermann 1. Okay, wir brauchen dafür Altarium, damit wir das hier den Hebel bedienen können. Elite-Kämpfer, Kämpfer 1. Koch 1. Können wir, ich hab die hier, können wir drauf prügeln ein bisschen? Weil das Elite-Kämpfer haben. Ja. Elite-Kämpfer hier auf jeden Fall. Eins war ein Kämpfer 1, aber dann brauchen wir auch nicht. Ich hätte mal meine Axt mitnehmen sollen, zum Abbauen. Ja, das stimmt. Die hätte man ganz gut mal gebrauchen können jetzt. Naja. Hat einer einen mit? Dann soll er die mal alle... Ich hab mal einen Dolch mit, ja, warte mal. Dann, schwebt einer in der Luft. Farmen die alle ab und... Und die Tänzerin ist aber eigentlich schnuckelig. Ich hab bloß keinen Kopf mehr. Hätte ich mal nehmen können. Drüben nicht noch. Oh, drüben sind noch welche gespawnt. 4 Stück. Ja. Ich glaube, es geht eine ganze Weile jetzt. Da... Oh. Da kommen sie schon. Kämpfer 1. Und die Elite-Kämpfer auch noch. Kämpfer 1. Elite. Kommen wir mal noch. Zuchtmeister 1 und Kämpfer 3 nochmal. Oh nein, die auch nicht. Will ich ein bewusstloser Tänzer 2. Den habe ich vorhin, glaube ich, umgehauen. Und Reliquienkämpfer 3. Die Floki rum. Ja, der wird gleich auch mitverarbeitet, ich höre das schon. Ja. Kämpfer 3, der ist bewusstlos. Tänzer 2 auch bewusstlos, ja, den habe ich vorhin umgehauen. Ich habe das Auge von Seth bekommen. Oh ja. Sehr gut. Gibt es 20 extra Reliquien dafür dann im Altar? Ah, okay. Nice. Kannst du umwandeln. Was ist der? Blut also rausgeprügelt. Haben die in den Taschen. Ganz cool. Ich habe auch schon mal einen gefunden. Aber mehr ist jetzt hier nicht mehr, oder was? Kommt hier nochmal Nachschlag? Ich weiß nicht, was mit den dreien. Drüben sind, ist noch einer. Oder ist das einer von uns? Nee, das ist einer von uns. Ja. Ja, hier ist halt. Oh, hier sind welche. Wieder ein Plattform. Der Kämpfer. Okay. Was, im Raum drin? Ich habe hier einen Koch. Nein, draußen. Ein Elite-Kämpfer, ein Koch. Elite-Koch? Oh, Mann, nicht. Bogenschütze.
Wir sind da. So. Auch nur ein Einser Koch, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, das ist das Problem, ne? Du musst halt wahrscheinlich sehr viel da reinpumpen. Wieder runtergefallen. Tänzer 2. Tänzer 2. Schmied. Schmied 1. Glücksmacher 1. Oh, der hat irgendeine Religion, glaube ich, dabei gehabt. Religion dabei? Ja. Schießt irgendeiner mit Pfeilen auf mich, glaube ich. Der da. Ah, hier ist er noch, wer? Ein Bogenschütze. So einer. Nee, Religion hatte keiner dabei gehabt. Nee, war da nicht so ein Zettel drin? Ja, ja, eine Schriftrolle von Reliquienjäger, eine Bannerrolle oder so, aber... Ach, so ein Sinn. So. Und hier ist auch nochmal welche. Na gut, das läuft natürlich eine ganze Weile, aber auf der Stufe bringt's halt nicht viel. Nee, ist immer ein Elite-Kämpfer, ein Rüstungsmacher 1, ein Kämpfer 3 und ein Träger nochmal. Das war ja auch kein Mensch. Okay, nach anfänglicher Überraschung läuft es jetzt aber schon ein bisschen besser. Ja, wir haben uns am Anfang gar nicht getraut, die tot zu machen. Naja. Tot machen ist immer ein bisschen einfacher als umhauen. Das stimmt. Hier liegen aber immer noch der Tänzer und die Dings rum. Ja, wenn wir die brauchen, dann sollten wir die töten. Machst du mal tot. Oh, ja, den Tänzer. Oh, jetzt habe ich mal getroffen. Treff ich gar nicht. Ein Treffer durfte ich mal haben. Tänzer 2 würde ich gerne noch mitnehmen, wenn ihr den leben lassen könnt. Ja. Ich glaube, das war das zu spät. Nee, der lebt noch. Ja, dann. Also der ist noch bewusstlos, dann mach's mal so. Soll ich den mal wegbringen? Schlepp schon mal weg. Nur wieder ein Träger, super. Aber vielleicht die falsche Klasse ausgewählt, falls hätten wir doch nicht Westen nehmen sollen. Aber das weiß der vorher auch nicht. Nee. Naja, ich weiß nicht, ob das dann Westen halt bedeutet, dass er das dahin. Das dann da. Nee, ich glaube, das ist aus der normalen Kronenwelt, aus welcher Richtung wir die kriegen. Aus Norden, Westen. Ja. Okay. Den Norden. Genau, den Westen. Dann gibt's halt die. Ist Nordmänner Christ, oder? Genau. Ich denke, daran wird's gut. Oh, ein Kamel. Sehr schön. Hab ich auch schon wieder 2 in der Tasche. Ich muss mir auch mein eigenes Kamel hinstellen. Das war nichts mit dem Tänzer. Warum? Warum? Der hat die Abkürzung nicht überlebt. Gab's mit einem leeren Seil an? Ja, es hat so in den Himmel gezeigt und dann war nichts mehr. Naja, war es mal interessant zu wissen. Das geht anscheinend schon mal nicht. Ich hier eigentlich alleine, oder? Ja, im Moment ja. Ich muss erstmal meinen Heiltrank zu mir nehmen. Ich habe hier den Speerkämpfer vor mir. Mit dem ist gar nicht so einfach. Nervig. Ja, da. Schießt doch schon wieder einer mit. Ja, ich hatte 2 hier. Nochmal eine Stufe 2 Tänzerin kriegen, würde ich sie nochmal nehmen wollen. Tänzerin wäre ich auch dabei. Natürlich Stufe 3 für uns, selbstverständlich. Uns komplett. Also von Herzen oder was auch immer kann man jetzt aber nicht mehr meckern. Naja, hätte ich mal meine Axt dabei, das wäre schlimmer. Also ich bin im Moment ganz gut. Ich habe jetzt 34 Splitter dabei. 35. Na, deine laufen ja auch nicht ab. Meine laufen nicht ab. Das ist das Problem. Der eine nervt, der schwebt in der Luft. Das nächste Mal, wenn wir das machen, dann nehme ich mir auch mal meine Links mit. Ja, beim nächsten Mal habe ich meinen Tempel auch wahrscheinlich hier schon stehen, noch. Hier stehen wieder bei welche. Ja. Komm jetzt die ganze Zeit hier. Ja. Oh, mein Dolch ist aber auch langsam durch.
man hier. Wer auch immer jetzt gerade in der Base war, bringt mal seine Axt mit am besten. Bis spät. Ja, ich müsste in die Hauptbase, um meine Axt zu holen. Das ist ein Gemetzel. Ja, tatsächlich. So, ja gut, ich kann meine Dings... So, warte mal. Eins. Zwei. Siehst du, jetzt ist er schon kaputt, Scheiße. Wo ist noch einer? Ja. Warte, ich lauf mal schnell in die Base und reparieren noch. Bring ein bisschen was weg. Naja. Hier sind nochmal vier. Dann nehme ich Brownie mal mit. Den so, zwei Elite-Kämpfer. Und zwei Kämpfer. Oh, oh. Oh, oh. Alter, ich stehe ja mittendrin. Die Klasse. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss weg. Okay, der erste, ist, weg. What the fuck? Ja, die Frage ist, wie lange dauert das jetzt? Ich meine, wenn hier, oh, wenn hier nur coole Leute kommen, kommt gleich nach, sofort Nachschlag. Ja, ich glaube, wenn wir jeweils die 12 erledigt haben, dann geht's los. Okay. Ist die Frage, ob das 40 Mal geht oder ob da 40 Leute kommen? Nee, nee. Es wird eine bestimmte, über eine bestimmte Zeit einfach gehen, denke ich. Arme und Beine ich alleine jetzt im Inventar habe, ne? Ja. Kamele. Zwei Kamele liegen hier in der Kiste. So, dann müssen wir noch runterlaufen. So, ich bin gleich wieder da. Wer liegt denn hier? Ah, hier ist der Tänzer. Guck mal, hier liegt er noch. Ah, okay. Ja, dann versuche ich es nochmal. Dann gehe ich mal zu Fuß. Oh, das sind sechs jetzt hier. Oh, warte, warte. Warte, 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 warte. Du bist auf der anderen Seite. Ich komme zu dir. Ja. Da sind noch ein paar Hühner dabei. Alles klar. Sieht aus, als ob deine Katze am Halsband führst. Kämpfer, Tänzer, Bogenschütze, alle töten. Ja. So, ihr seid wo? Immer noch an derselben Stelle. Hier rechts sind auch wieder schon wieder wenig gespawnt. Ja, da sind sechs Stück, da musst du aufpassen. Ach, bin ich jetzt an denen erstmal vorbeigelaufen. Ah, wow. Oh fuck. Das. Probleme. Ja, ja. Aua, ey. Tänzer 3. Glatzkopf. Der lässt sich auch nicht in Ruhe, ne? Nee, ich kann keinen Trank nehmen. Schütze. Hallo, Alter, ich renne hinter ihm her. Jetzt. Nee, keine Chance. Bleib schon. Boah, ich bin tot. Ich von hinten erstochen. Macht aber auch Schaden, der Penner hier. Ja, wenn du zwei hast, die Blutungsschaden machen, da geht's manchmal so schnell, ey. Ja. Das ist schon echt ätzend. Ich hab keine Ausdauer mehr, so. Schnell auch nochmal einen Trank reingehauen. Noch ein Kamel. Ja, ich hab schon zwei da reingetan. So, eins. Alter, was hat der alles? Achso, das bist du, Floki. Sorry. Ich hab mich schon gefreut, ey. Was hat der alles dabei? Haben wir dir mal schön durchgucken. Vielleicht müssen wir auch die Flammen hier außen rundherum erzünden, damit das Ding in der Mitte funktioniert. Ich weiß es nicht. Damit du die alle K.O. kriegst. Ich weiß es auch nicht. Muss ein Kamel muss ich mal wegschmeißen, weil... Ja, die wiegen zu viel und bringen nichts wirklich was. Eins würde ich ja behalten wollen, aber... Ja. So. Wo liege ich denn wohl? Hier. Guck mich schon wieder böse Sklaven an. Da auch hoffentlich nicht.
ich habe jetzt 45 Splitter des Unerfüllten. Die haben mich gesehen. Warte ich noch in meiner Base. 60. Ach, was ist denn hier los? Verdammt. Was denn? Wo seid ihr denn eigentlich? Ich hab die jetzt alle hier. Sind sie komischerweise hinter mir her? Achso, du hast angelockt. Ich hab sie auch noch liegen. Hier noch zwei. Ich zieh mir erstmal an. Oh, ich hab hier einen Elite-Kämpfer 3. Drei Totenköpfe. Oh. Bist du wo? Wo seid ihr? Ich bring ihn mit. Oh, noch einer. Alter, die mit den Spießen sind unangenehm, finde ich. Ja, die sind echt unangenehm, gegen die zu kämpfen. Oh, der ist weg. Das ist hier ein Reliquiensucher. Der ist natürlich nochmal eine andere Nummer hier. Ehrlich? Auch ein bisschen größer, ne? Lauft hier irgendwie im Kreise? Ah, ne, da ist er. Oh, wow, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Reliquiensucher ist eine Nummer groß. Der kommt hinter dir her. Ich treff den nicht. Mach dein Schild hoch. So schnell. Oh, der hat auch drei Totenköpfe. Uah. Ja, aua, die tritt um sich. Hat mich dann zerfetzt, ist er tot. Ja. Ich mal Loot dabei, der. Auch ein Kamel. Ja, jetzt ist vorbei, glaube ich. Der Ding ist weg hier oben über uns. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich da nichts mehr. Von hier auch schon nicht. Leichen hin. Liegt hier noch? Da ist noch eine. Ja, dann prügelt man euch so lange durch den Mahlstrom, bis wir immer eine Tausender Flut zusammenkriegen. Tausender Flut? Ja. Was soll denn das geben? Umso besser sind sie halt, ne? Naja. Naja, zumindest haben wir ja mal rausgefunden, wie so eine Flut funktioniert und wie wir eine entfesseln können. Das scheint mir aber noch ein bisschen verbesserungswürdig zu sein. Ja, mal schauen. Beim nächsten Mal wissen wir dann schon mehr. Für die Folge machen wir erstmal Schluss. Sind genug verprügelt worden, hat sich nicht besonders gelohnt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen an das neue System, um an seine Sklaven zu kommen. Mal schauen, wie es noch wird. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Folge. Habt mal gesehen, wie das funktioniert. Und denkt an den Daumen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Isle of Zipta. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.